willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Lotus Simulator. Heute zusammen mit einer neuen Straßenbahn, die sich, wie das gesamte Spiel, noch in Entwicklung befindet. Das heißt, viele Dinge funktionieren noch nicht, viele Dinge sind noch nicht final. Und durch ein paar Abdeckungen hier oben kann man auch noch durchgucken. Aber es freut mich unglaublich, dass dieses Modell jetzt auch in Lotus verfügbar ist. Denn ihr seht es schon, das ist eine Tatra hier im Berliner Design. Und ich glaube, diese Tatra fährt auch teilweise noch in Berlin. Ich glaube, ich habe sie auch mal in Berlin gesehen. Ist vereinzelt, glaube ich, noch unterwegs und ein ziemlich cooles Modell und deswegen freut es mich, dass wir damit heute mal auf der Map Stadt Nickern, glaube ich, unterwegs sein werden. Ist eine Mod-Map und die sieht auch ganz schön aus, deswegen würde ich sagen, starten wir, machen wir einmal kurz hier das Licht an und dann gehen wir rein. Ich glaube, für diese Map gibt es noch keine Ziele, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal unsere Tour und werden das Ganze dann in Bewegung setzen. Ah, und man sollte natürlich auch hier den Taster betätigen und wir fahren jetzt einfach mal hier in die Haltestelle ein und ihr habt gerade schon gesehen, ich habe das Ganze als Doppeltraktion hier gespawnt. Das kann man gut machen, man muss das allerdings dann, glaube ich, auch fahrbereit stellen, das Ganze, im Lotus-Menü selbst. Also wenn ihr das auch machen wollt, schaut mal im Steam Workshop vorbei, da sind dann auch nochmal alle Dinge, ja, hinterlegt worden. Gut. So sieht das Ganze aus und ich würde sagen, wir schauen uns gerade mal kurz hier im Innenraum um und da sehen wir schon, hier fehlt noch ein bisschen was, ne? Aber im Prinzip ist das, glaube ich, die Tatra, die auch in Omsi fahrbar ist. Aber in Omsi ist das natürlich, ja, etwas uninteressanter, denn Omsi ist nun mal kein Straßenbahnsimulator. Und auch wenn es da schon Spaß gemacht hat, hier sieht es dann doch irgendwie noch mal ein bisschen besser aus. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Kann man dann auch mal in beide Richtungen gucken. Und hier durch die einzelnen Bereiche durchswitchen und sieht dann auch hier Fahrkartenautomat. Die Texturen sind leider ein bisschen verwaschen teilweise, aber gut, das ist die geringste Sorge. Also hier sieht es auf jeden Fall tipptopp aus und ein paar Dinge können wir sogar schon bedienen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das hier, ach, das funktioniert auch schon. Hervorragend, die Innenraumbeleuchtung. Okay, aber andere Dinge funktionieren halt auch. Ihr seht es hier, wir können hier Blinker setzen und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt gleich auch machen. Deswegen würde ich sagen, einmal die Türen schließen. Und dann geht's weiter. So, gut. Und wieder ist es passiert. Ihr merkt schon, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich meine, ich habe das irgendwie bei der Münchner Tram nicht gehabt, aber vielleicht hatte ich das da auch ausgeschaltet. Wie auch immer, diese Karte sieht ganz hübsch aus und ich freue mich, dass es mit Lotus jetzt so langsam vorangeht. Allerdings fehlt natürlich auch noch eine ganze Menge. Ich habe es ja in den letzten Münchner Folgen hier schon gesagt. Der KI-Verkehr und die KI-Personen machen natürlich extrem viel aus in so einem Simulator. Hier immer nur anzuhalten, um imaginäre Fahrgäste aufzuladen oder einzuladen, das ist nicht so gut. Ich habe mir natürlich auch die Kommentare unter dem Münchner Video angeschaut und naja, euer Feedback war so ein bisschen, tja, das, was man da sieht, das sieht nicht schlecht aus, aber es ist doch etwas teuer oder vielen von euch ist das noch nicht wert. Die warten lieber noch, bis das Ganze dann weitere Fortschritte macht. Ist ja auch legitim, habe ich ja auch im Video gesagt. Vermutlich würde ich als normaler Straßenbahn-Fan auch noch ein bisschen warten. Aber die Gebäude sahen auf jeden Fall echt qualitativ hochwertig aus und es funktioniert hier auch soweit alles ganz gut. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es zwei Versionen auf Steam. Ich weiß nicht, was da die Unterschiede waren, aber das war wohl ein Fehler. Ich glaube, die sind mittlerweile, oder eine von beiden ist mittlerweile wieder verschwunden. Gut. Und da öffnen sich die Türen und ihr seht, also das sieht wirklich wesentlich, wesentlich besser aus. Das ist mit Omsi eigentlich überhaupt kein Vergleich. Es macht schon was her und auch die Bedienung. Also ich finde, das steuert sich schon besser im Lotus-Simulator als in Omsi. Also da kann man das Ganze mal ganz gut vergleichen, weil das ist ja so eine der Bahnen, die dann eben auch in Omsi verfügbar waren. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Fahren wir hier durch die Grüntrasse und später wird es ein bisschen unspektakulärer auf der Map. Da fährt man dann auch mal durch etwas kargere Gassen, aber diesen Anblick können wir jetzt erstmal noch genießen und hier ganz bequem durchfahren. Und wir sehen auch hier alle möglichen Läden hier. Autoteile kann man hier, Obst und Gemüse kaufen. Mensch, da ist einiges möglich. Ich bin mal gespannt, wann die Berliner Map dann rauskommt oder davon zumindest eine frühe Version. Ich nehme mal an, das wird auch nicht fertig direkt rauskommen. Denn das ist dann natürlich nochmal ein bisschen schöner, wenn man die ganzen Berliner Bahnen dann auch tatsächlich in Berlin fahren kann.
Ich mal kurz hier die Schienenbremse betätigen. So. Dann schließen wir mal die Türen und fahren weiter. Einmal kurz in den Spiegel gucken. Der ist auch nur auf dieser Seite hier verfügbar und ich glaube, der funktioniert noch nicht, ne? Also richtig reingucken können wir da noch nicht. Habe ich den richtig ausgefahren? Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cooles Modell. Also macht richtig Spaß damit zu fahren. Finde ich. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn hier noch nicht alles final ist und vielleicht noch ein paar Funktionen fehlen, macht das echt Spaß. So. Gut, und das sieht halt echt schön aus, ne? Also da muss ich sagen, schöne Map, hat sich schon gelohnt. Schon an der Haltestelle, wollte ich gerade sagen. Schon zu diesem Zeitpunkt. So, und man kann hier, das ist glaube ich auch realistisch, man kann hier den Taster schon umlegen für die Türen, wenn man noch fährt und sobald man dann steht, gehen die Türen auch tatsächlich auf. So, okay. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man hier in der Innenstadt klingeln darf. In der Innenstadt, wo ich wohne, fahren auch Bahnen durch und die dürfen nicht klingeln. Und deswegen machen die, da sind immer so Tauben auf den Gleisen. Also genau hier in solchen Bereichen hier ist dann auch so ein bisschen so gepflastert. Und ein ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, ne, ein Bahnfahrer bedient sich da immer eines Trickes, um die Tauben da wegzuscheuchen. Der bedient nämlich den Sandstreuer. Hat so ein Azubi mal gefragt, wieso streust du jetzt? Das war strahlend, wirklich schönes Wetter, strahlende Sonne. Und eigentlich war da überhaupt kein Grund zu sanden, aber er hat es halt gemacht, damit überhaupt irgendein Geräusch gemacht wird, weil die fahren da auch nicht so schnell durch. Und deswegen... Gut. Deswegen braucht es halt irgendein Geräusch, damit die Tauben aufmerksam werden und dann da wegfliegen. Gut. Ich glaube hier, die Anzeige funktioniert nicht. Jedenfalls gibt es, glaube ich, keine Fahrgastinformationen für diese Map. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts eingestellt und mich nicht darum bemüht. Aber das werden wir dann sicherlich in den nächsten Folgen nochmal machen. Also ich hoffe, dass natürlich jetzt viele weitere Bahnen noch dazukommen in Lotus und dass es jetzt so langsam so in die richtige Richtung geht. Wie gesagt, es fehlt da noch viel und es dauert halt auch alles sehr, sehr lange beim Lotus Simulator. Ich glaube, so viele Leute sind da auch nicht beteiligt dran. Aber es freut mich, dass es überhaupt noch weitergeht und dass jetzt auch langsam so richtig schöne Modding-Bahnen kommen. Okay, das ist jetzt hier noch, wenn ich jetzt hier sozusagen eine Vollbremsung einleite, das aber nicht explizit mit der Taste dazu mache, dann kommt noch nicht die Klingel dazu. Aber die Schienenbremsenleuchte geht dann schon an. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es jetzt ein bisschen dumm ausgedrückt. Aber, also genau, wenn ich jetzt hier, das ist jetzt eine Vollbremsung... Und ich muss aber den extra Hebel noch, das war in der Lotus, in der OMSI-Version ein bisschen anders. Da, wenn ich da in diesem Zustand war, dann hat er sozusagen eine automatische Vollbremsung gemacht. Hier müssen wir erst die Schnellbremsung sozusagen durch den extra Taster einleiten. Gut, aber wie auch immer, da machen wir jetzt mal wieder zu. Machen den Blinker aus und dann geht's weiter. Da sehen wir das Ganze nochmal von außen und können dann auch mal nach hinten gucken. Schön angekoppelt. So, was ich halt nicht so ganz verstehe in Lotus, das ist mir jetzt schon in diversen Maps aufgefallen. Und ich nehme mal an, dass... Also, okay, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Im Boden sind manchmal so transparente Dreiecke. Ich nehme mal an, dass das irgendwie was mit... dem Map-Bautool zu tun hat, dass es irgendwie nicht immer so ganz einfach zu bedienen ist oder so, oder manchmal auch mit einem Update dann Fehler produziert oder so, weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeschaut. Das ist auf jeden Fall auffällig, das sieht man immer wieder, oder hier auch so ein Dreieck mitten in der Wiese, was da einfach irgendwie, weiß ich nicht, nicht hingehört. Etwas komisch. Aber es ist auf fast allen Maps gibt es diese Stellen. Also auch in München gab es das immer wieder. Ah, okay.
So. Und dann geht's weiter und ich glaube, wir werden enden in einer Wendeschleife. Und können dann da einmal drehen, aber wir fahren natürlich heute keine Tour mehr zurück. Ich werde sowieso Lotus-Videos immer davon abhängig machen, ob es was Cooles Neues zu zeigen gibt. Entweder eine coole neue Map oder eine coole neue Bahn oder irgendein nennenswertes Update. Aber ich glaube, viele von euch fragen ja immer mal. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht auf Krampf so viele Lotus-Videos wie möglich machen, bis es irgendwann totgespielt ist, sondern ich konzentriere mich da lieber auf die neueren Sachen. Und wenn mir was gut gefällt, wie zum Beispiel diese Bahn, da wird das natürlich prompt gezeigt. Gut. Stoffeler Straße. Ah ja. So. Was ein bisschen lustig ist auf den Modkarten, weil es im Moment noch nicht so viele Gebäude gibt für den Lotus Simulator, sind natürlich einige Gebäude immer wieder verbaut und das führt zu kuriosen Situationen. Das Apollo-Gebäude ist uns, glaube ich, schon heute mehrmals über den Weg gelaufen, aber hier sind einmal Büschings Autoteile oder Buschings Autoteile, zweimal, dreimal, da vorne nochmal, viermal, fünfmal und da nochmal. Das ist, und da nochmal. Also, wenn diese Stadt nicht mit Autoteilen versorgt ist, dann weiß ich es auch nicht. Ein Überangebot. Ja, gut, aber da ist natürlich, dafür können die Mapbauer natürlich nichts. Das sieht ja auch ganz hübsch aus, nur ist halt auffällig, ne? Wenn man hier so durchfährt. So, hier auch nochmal, haben wir es auch nochmal dreimal drin. Die Stadt versinkt in Apotheken und Autoteile lagern. So. Okay. Es ist ganz interessant. Also hier ist ja jetzt gerade so ein Abschnitt, wo die Bahn in der Mitte der Straße fährt. Und hier ist jetzt auch wirklich, wirklich viel Platz. Aber in der Stadt, in der ich früher zur Schule gegangen bin, da bin ich natürlich auch morgens immer mit der Straßenbahn zur Schule gefahren. Gut, was heißt natürlich, man könnte auch mit dem Bus dahin fahren oder manche werden dann auch immer gebracht, ne? Aber ich bin halt immer mit der Straßenbahn gefahren. Und da war das ähnlich, da fuhr die Straßenbahn auch in der Mitte. Aber wie oft ist es vorgekommen, dass, also das war nicht so weiträumig wie hier. Und wie oft ist es vorgekommen, da ist schon die Endhaltestelle, glaube ich, dass hier rechts noch ein Auto geparkt hat oder ein LKW oder ein Müllwagen oder ein Bus oder keine Ahnung sowas, also ein Reisebus oder so, und die Bahn dann nicht vorbeikam und dann kam es natürlich prompt zum Bahnstau und so und dann musste immer der Spiegel eingeklappt werden und da manchmal auch die Leitstelle angerufen werden und so, da war immer Action und meistens kam man dann zu spät zur Schule. Gut. Gucken wir einmal, die Ampeln funktionieren hier leider alle noch nicht. Und dann sind wir hier an der Endhaltestelle angekommen. Mannheimer Chaussee. So. Das passt soweit auch alles. Super. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Hier sieht man, wie hervorragend das aussieht. Also, dieses Trammodell, das gefällt mir ganz gut. Und hat auf jeden Fall große Freude gemacht, mal wieder mit einer anderen Tram zu fahren. Es gab ja irgendwann nochmal eine andere Straßenbahn, wenn ich mich recht erinnere. Genau, so eine historische war das. Das war auch ganz cool, damit zu fahren, war auch nochmal ein bisschen was anderes. Ansonsten ist man ja das Berliner Modell, GT6N, glaube ich, da so ein bisschen gewohnt im Lotus Simulator. Und deswegen macht's große Freude und auf jeden Fall Respekt an die Modder. Vielen Dank fürs Modell und den Einbau. Und ich hoffe, dass dann natürlich noch ein paar Funktionen und Sounds und so hinzukommen und das noch ein bisschen gefixt wird. Ist aber, glaube ich, auch geplant und dann wird das, glaube ich, eine großartige Sache. Vielen Dank also und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne in die nächsten Folgen wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.